Hallo hier aus dem Fotostudio, Martin Krolopp, und heute geht es rund mit meinen geliebten Aufsteckblitzen. Das sind nämlich kleine Wunderwerke und da kommen auch immer wieder neue Dinge auf den Markt. Und ich möchte einfach dieses Video nutzen, um so ein bisschen ein Recap zu machen, auch vielleicht für Leute, die noch nicht 10 Jahre lang blitzen und die Maestros am Flash Strobe Power sind, sondern das Ganze auch als Einstieg sehen, um richtig tolle Porträts machen zu können mit wenig Ausrüstung, die zudem auch wenig kostet. Ich möchte einfach mal, bevor ich hier einsteige, das Grundsetup hier erklären. Ich habe heute die Katja aus Paris hier. Die ist ein richtig tolles Model, aber wir haben heute eigentlich freien Tag und jetzt habe ich mich entschlossen, das Video zu machen. Deswegen haben wir gesagt, weißt du was, jetzt bist du gerade mit der Lederjacke hier angekommen und eigentlich sieht alles wunderbar cool aus, lass uns doch mal ein kurzes Porträt machen. Ich habe hier anstelle des Hintergrundes, dieses perfekten Studio-Hintergrundes in 1000 bunten Farben, die man aufhängen muss und, einfach mal unseren alten Tisch aufgestellt und nehme den als Hintergrund. Das ist schon vielleicht ein erster kleiner Punkt. Ihr findet so tolle Hintergründe um euch herum. Sei es jetzt der Kinderteppich, der Oma-Teppich, sei es jetzt irgendwie eine Bierbank, die 10 Jahre lang draußen auf der Veranda vergammelt und richtig tolle holzige Oberfläche hat, sei es die vermoderte Verandatür oder irgendwie ein Scheunentor vor an der Ecke. Es gibt super tolle Hintergründe und viele davon sind sogar relativ gut transportabel. Man kann sich also für ein Porträt so ein Ding einfach mal irgendwo hinstellen, aufstellen und richtig tolle Porträts davor machen. Und das machen auch wir mit diesem Tisch hier. Das Ganze, habe ich ja schon angekündigt, soll mit relativ kleiner, günstiger und nicht kostenintensiver Ausrüstung sein. Und die möchte ich jetzt auch einfach mal vorstellen. Ich habe hier eine 70D von Canon, richtig tolle APS-C-Kamera, die ich hier jetzt gerade mit einem 50mm 1.8 Objektiv gepimpt habe. Das ist eine richtig klasse, tolle Porträt-Festbrennweite, nur 50mm, also kein Zoom, aber dafür eine richtig bombastische Blendenöffnung von 1.8. Man bekommt also die Möglichkeit, eine Freistellung zu machen, und das ist gerade im Porträtbereich sehr interessant, denn mit so einem Objektiv kann man nicht nur den Hintergrund freistellen, also irgendwelche Bäume, die 10 Meter weit im Hintergrund stehen, sondern man kann es erreichen, dass man im Porträt selbst Schulter oder Teile der Haare in der Unschärfe haben und es sieht einfach richtig Bombe aus. Und mit diesem Hintergrund, der eigentlich relativ unruhig ist, sorgt auch die Unschärfe dafür, dass das Porträt sehr auf die Person fokussiert wird. Und dann hat man eben diese Freistellung, so nennt man das, und diese Konzentration auf das Modell. Kostenpunkt ungefähr etwas über 100 Euro, ist ein absolutes Pflichtobjektiv, was man eben haben muss an so einer Kamera. Das ist richtig Bombe. Gut, das ist die Kamera und ich mache hier mit den Blitzen weiter. Wer jetzt denkt, es kommt der richtig große Canon-Blitz, den man irgendwie für 500 Euro da zusätzlich aufgeschwätzt bekommt im Mediamarkt, der irrt. Ich habe hier so einen geliebten China-Knaller, Yongnuo. Klingt schon komisch, die Firma, ne? Aber hat sich echt jahrelang bewährt und bringen immer wieder richtig tolle Sachen auf den Markt. In diesem Falle ist das aktuelle Modell meiner Meinung nach das YN560 Mark III. Es gibt, soweit ich weiß, schon den Mark IV, aber die fangen jetzt auch langsam so schnell an zu entwickeln, dass man gar nicht mehr hinterherkommt beim Nachkaufen. Und ich muss sagen, ich sehe keinen Bedarf, den hier wegzuwerfen und den nächsten zu holen, weil das Ding schon richtig viel kann. Das ist ein manueller Blitz. Das heißt also, die Leistung, die muss ich als Fotograf manuell festlegen. Ich habe keine Blitzbelichtungsautomatik, TTL, ETTL und wie die auch immer heißen. Ich muss den Blitz anmachen und dann kann ich im manuellen Modus einfach hier links und rechts die Leistung von voller Leistung, das wäre bei 1 von 1, auf ein Halb, Viertel, Achtel, Sechzehntel, also ihr merkt schon, weniger eben. Ich kann reduzieren. Das Ganze mag den einen oder anderen richtig abschrecken. Ich weiß, dass viele Leute manuelles Blitzen total schwierig finden. Ist es aber gar nicht. Man muss strukturiert 1, 2, 3 Minuten vorher rangehen und dann kann man richtig tolle, immer gleichbleibende Ergebnisse erzeugen. Und das ist eine Sache, die den manuellen Modus eben besser macht als den TTL-Modus. Konstanz, nennen wir es Konstanz. Gut. Das Ganze muss ich auslösen, weil der Blitz, wenn er hier irgendwo in der Luft hängt, der weiß ja nicht, wann er hier zünden soll. Und dafür gibt es eben so einen Auslöser. Es gibt viele Auslöser. Das Besondere an dem Mark III, den YN560 Mark III, ist, dass es diesen Controller gibt, der YN560TX, Manual Flash Controller. Der hat ein eingebautes Display und ich kann die Leistung
verschiedener Blitzgruppen über dieses Gerät steuern. Das heißt, ich nehme meine Kamera auf den Blitzschuh, wo normalerweise der Blitz draufkommt, kommt dieses Gerät, wird festgeschraubt und jetzt habe ich hier Gruppe A, muss dann das hier anmachen, kann da auch die Gruppe A aktivieren und kann von hier aus die Leistung dieses Gerätes steuern. Das ist richtig, richtig sinnvoll, denn gerade am Anfang macht man noch ein bisschen mehr rum an den Sachen und wenn man jedes Mal irgendwie hinlatschen muss, da verändern muss, dann ist es sehr anstrengend und gerade wenn man eine Person fotografiert, also einen Mensch, ne, dem wird es auch langweilig, da muss man das Ganze immer ein bisschen kontrolliert halten und je effizienter man arbeitet, umso besser werden die Fotos. Gut, ich habe das hier draufgesetzt, mache aber erstmal wieder aus. Denn bevor wir einsteigen, gibt es Arbeitsschritte, die Schritt für Schritt wichtig sind. Bevor ihr an das Thema Blitzlicht überhaupt geht, entscheidet euch bitte erstmal, wie wollt ihr fotografieren und könnt ihr vor Ort überhaupt so fotografieren? Ich habe ja schon gesagt, ich möchte offenblendig fotografieren, das heißt eine schöne Unschärfe haben. Ich möchte hier diese Wand im Hintergrund haben und genau das mache ich jetzt einfach mal. Ich stelle meine Kamera an, okay, ich mache jetzt mal hier auf die Wand reinrichten und jetzt folgender Punkt, ich stelle die Kamera in den manuellen Modus. Das ist eine ganz wichtige Sache, ihr solltet manuellen Modus an der Kamera aktiviert haben und gehe jetzt mal folgendermaßen durch Belichtungszeit, Blende, ISO. Belichtungszeit per se, per Definition bei diesem Blitz auf maximal ein 250stel, das ist die sogenannte X-Synchronzeit, gibt es auch genug bei uns im Blog, um das nachzulesen. Das muss man einfach mal für Gott gegeben jetzt nennen. Ich gehe aber meistens auf einen niedrigeren Wert von 160stel oder 200stel. Das ist meistens sicherer mit diesen Auslösern. Bei dieser X-Synchronzeit, das können die Kameras immer hinkriegen, wenn ein Aufdeckblitz drauf ist. Aber da ist meistens noch so eine kleine Verzögerung durch die Geräte und dadurch verliert man ein bisschen an dieser Belichtungszeit und meistens erreicht man nicht den Wert, der im Handbuch angegeben ist. Also falls ihr euch fragt, warum das dann irgendwie so einen schwarzen Balken hier übers Bild gibt, das ist der Grund meistens. Gut, gehen wir einfach mal auf 160stel. Blende kann ich jetzt hier einstellen, hatte ich ja gesagt, ist mir ganz wichtig, gehe ich einfach mal auf 1,8. Ich mache einfach mal das Maximale und ISO fange ich einfach mal bei 100 an, das ist der niedrigste natürliche Wert. Tipp, auch wieder an dieser Stelle, bitte keine Low-ISO-Werte, das sind keine richtigen ISO-Werte. Also ISO L oder 50 oder sowas, das ist nicht nativer ISO-Wert und sollte man möglichst vermeiden. Da ist es sogar besser, man belichtet über, hat aber den natürlichen ISO-Wert drin, als das zu wählen. Warum ISO 100? Es hat nichts mit dem Rauschen zu tun. Lasst euch nicht in irgendwelchen Blogs die Blödsinn einreden, als ob die Kamera, eine 70D bei ISO 200 oder 400 wirklich rauschen würde. Das hat einfach mal mit was zu tun, dass ich niedrig starte. Und jetzt kommt ein richtig großer Trick. Ich gehe meistens dann in den Live-View-Modus und gucke mir einfach mal sozusagen das Grundbild an. Und wie man hier sieht, ist das Grundbild, man sieht den Hintergrund, der ist dunkel, aber wenn ich meine Hand davor halte, dann ist die Hand zu sehen. Und das bedeutet, dass mit den aktuellen Einstellungen, da ist ja nicht dunkel, da ist ja schon Licht drauf. Achtung, so ein Blitz, der kann Licht hinzufügen, der kann aber kein Licht wegnehmen. Klingt komisch, ist aber so. Ja? Wenn ich schon ein bereits belichtetes Foto habe, dann bekomme ich ein Problem. Denn dann mische ich das Licht, was hier drumherum ist, mit dem Blitzlicht und ich bekomme keine einheitlich klare Lichtsprache mehr. Und meistens schadet es den Porträts. Dann kann ich vielleicht noch aufhellen mit dem Blitz, aber ich kann nicht wirklich blitzen. Also stark blitzen und hauptsächlich blitzen. Deswegen sollte man immer checken, gucken, habe ich jetzt einen Wert gewählt, wo das Bild wirklich auch relativ dunkel ist. Es muss nicht schwarz sein. Schwarz ist unglaublich schwer zu erreichen. Und gerade hier bei uns, wo wir mit dem Filmlicht hier arbeiten, ist es umso schwerer zu erreichen. Aber man sollte wenigstens ein dunkles Bild haben. Okay, ich gehe nochmal in den Live-View-Modus. Und jetzt muss ich leider die Blende schließen, weil ich kann nicht mehr schneller belichten. Und ISO runterfahren geht auch nicht mehr. Ich schließe also die Blende 2,8. Also man merkt auf 2,8, da ist noch eine Hand so leicht zu erkennen, aber so richtig sehen tue ich sie auch nicht mehr. Das ist keine schöne Sache. Mit TTL-Blitzen könnte man jetzt in irgendeinen Highspeed-Modus gehen, aber es ist eben so und es schadet auch nicht so. Wichtig ist eben immer diese Kontrolle des Bildes, ob das wirklich dunkel ist. Für alle diejenigen, die den Live-View nicht benutzen wollen, einfach mal ein Testfoto machen, drauf gucken und das sollte relativ dunkel sein. Wenn das eingestellt ist, erst dann gehe ich an das Blitzlicht. Also ihr versteht, ich habe jetzt erstmal das Drumherum gecheckt und ich habe jetzt erstmal meine Einstellungen so gewählt, dass ich diesen Look haben werde, den ich eben auf dem Bild drauf haben möchte, meine Unschärfe.
Und ab diesem Punkt wird die Kamera nicht mehr angelangt. Viele Fotografen machen es falsch, dass sie eben gewohnt sind, bei der Fotografie mit Sonnenlicht ist es ja auch so, einfach mal ein bisschen dunkler und heller an der Kamera zu drehen. Aber wir haben im Endeffekt eine Sonne mit einem Regler dran. Wir können den Blitz einstellen und wir können das Blitzlicht regulieren. Und genau das sollten wir als Fotografen tun. Nicht die Kamera passt sich an das Blitzlicht an, sondern das Blitzlicht passt sich an die Kamera und an meinen Wunsch an als Fotograf. Gut, Kamera steht hier. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ich brauche erstmal ein Stativ. Ein Lichtstativ. Ja. Ich bin der Meinung, da sollte man nichts sparen, weil diese Blitze, gerade wenn man auch öfters mal draußen fotografiert, die verabschieden sich gerne und dann kommt eine Windböe und dann tut es manchmal mehr weh, als ein bisschen ein, zwei Kilo mehr zu schleppen. Das ist jetzt natürlich jetzt ein etwas größeres Stativ, sogar in der Stahlversion, aber gut, wir können es ja hier wenigstens das so ein bisschen richtig machen. Achtung, auch da wieder so ein mini kleiner Tipp eingestreut. Solche qualitativ hochwertigen Lichtstative, das sind keine Kameras, die zum Apothekerpreis verkauft werden, sondern das sind komischerweise relativ günstige Dinge. Man bekommt Manfrotto Galgenstative für ungefähr 170, 150, 160 Euro, wenn man Schnäppchen macht. Und gegen ein normales Billo-Stativ für 60, 70 Euro ist es gar kein so schlechter Deal. Softbox, ja? Wir brauchen ja irgendwie, ja, wir wissen ja, das ist jetzt nicht so das schönste Licht aller Zeiten, wenn wir damit direkt irgendwie aufs Modell draufblitzen oder auf unsere Person. Eigentlich wäre es schöner, wenn wir eine größere Lichtquelle haben. Und genau das nutzen wir hier. Wir haben hier eine Softbox. Und diese Softbox ist relativ simpel aufzubauen. Es gibt hier einen Halter. Dieser Halter, der hat die Auffassung für den Blitz. Und diese Gabel, die hier vorne zu finden ist, die ist die Haltevorrichtung für die Softbox. Das Ganze kann man dann auch neigen. Das ist der sogenannte Schirmneiger oder Softbox-Neiger. Das heißt, wenn ich von oben runter blitzen möchte, kann ich es jetzt tun. Könnte ich ja mit dem normalen Stativ nicht. Und jetzt kommen wir hier zur Softbox. Das ist so ein modernes System. SMDV heißt der Hersteller. Und diese Box kann ich relativ simpel aufbauen, indem ich jeden einzelnen Verstrebung einfach nach oben aufziehe und fertig ist es. So, das Ganze wird hier aufgesetzt und jetzt muss ich nur ein bisschen hier diese Halter aufdrehen und jetzt kann ich sogar die Höhe regulieren, falls ich einen großen Blitz habe oder einen kleinen Blitz habe und ich würde es eben so anpassen, dass mein Blitz hier direkt reinguckt, wird unten befestigt. Dann fährt man das so runter, dass es genau in der Mitte ist. Sieht man hier relativ deutlich. Und jetzt habe ich eben meine Lichtquelle vergrößert. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Die Lichtquelle ist jetzt ungefähr 100-fach so groß geworden wie vorher. Das Licht wird dadurch weicher. Die Schatten werden dadurch viel, viel, viel zarter im Übergang. Und das bringt dem Porträt einen wirklich tollen Look. Gut. Jetzt sollte ich mein Modell, beziehungsweise wenn immer ihr fotografieren wollt, holen. Katja, would you please come into the set? Ich stelle das mal hier zur Seite. Katja, would you stand like here? Yeah. Perfekt. So, das ist Katja, kommt aus Paris. Ich muss Englisch mit ihr sprechen, weil Deutsch versteht sie dann doch nicht. Ich gehe jetzt erstmal folgendermaßen vor. Ich wähle meinen Porträtausschnitt, gehe ins Hochformat und ich möchte sie so ein bisschen süßer fotografieren, deswegen verniedliche ich sie, indem ich mit der Kamera so ein bisschen über ihre Augenhöhe gehe. Ja, wenn ihr Menschen von oben runter fotografiert, dann werden sie so ein bisschen lieblich kleiner. Wenn ihr Menschen nach oben rauf fotografiert, dann werden sie anmutiger und so ein bisschen arroganter. Deswegen, ich finde sie süß und ich möchte diesen süße Lieblichkeit eben verstärken und deswegen gehe ich so ein bisschen von oben herab. Gut. Also von oben herab hat auch einen komischen, es ist ein komischer Sprachgebrauch, aber in dem Fall passt es. Ich gehe ein bisschen zurück noch und jetzt wäre das eingestellt. Okay, Katja, I want to set up the light, so please don't move. Try to be exactly the same for each photograph, okay? Thanks a lot. Jetzt habe ich es eingestellt. Ich kann auch hier mal ein Foto machen und ihr seht, das Foto ist fast schwarz. Man kann so ganz, ganz, ganz bisschen das Gesicht erkennen. Das sind aber diese richtig starken Filmleuchten, die hier reinstrahlen. Und jetzt kommt die wichtige Frage. Wenn ich das Licht setze, dann frage ich mich, was möchte ich hier belichten? Und Achtung, guckt mal ganz genau hin. Katja hat hier einen leicht seitlichen Scheitel.
Und das bedeutet, dass sie eine offene Seite des Gesichtes hat und eine geschlossene Seite. Wir nehmen das mal mit der Kamera auf. Katja, can you look in that camera, please? Ich mache mal hier das Ding hier raus, damit das nicht stört. And turn your heads this way, like this. Jetzt hängen so ein bisschen die Haare vor ihrem Gesicht und das ist die geschlossene Seite. Das macht sie unnahbar. Okay, try to turn this face in the other direction. Here, and look into the camera. Und das macht jetzt sozusagen die offene Seite, die das Bild eben viel, viel, viel präsenter macht. Thanks a lot. Dieser Unterschied ist unglaublich frappierend. Viele Menschen, gerade viele Damen, haben eben einen nicht mittigen Scheitel, sondern einen leichten Seitenscheitel. Und das entscheidet eben auch über den Look des Fotos. Ich muss mir als Fotograf also Gedanken machen, ob ich jetzt in die helle Seite rein fotografiere, in die offene Seite, oder ob ich eher ein verwegenes Bild mache. Gut, jetzt haben wir hier eine Lederjacke, jetzt haben wir hier ein bisschen so ein grungy Look von dem Holz. Ich entscheide mich jetzt mal für die dunkle Seite des Lichtes. Ich nehme das Licht. Und ich positioniere das Licht auf dieser Seite. Gut. Wichtig ist, ich starte immer mit einer Ausgangsposition, dass die Lichtquelle, die untere Kante der Lichtquelle, unter der Nase ist. Befindet sich nämlich die Lichtquelle Kante unter der Nase, dann bekomme ich da auch Licht und im Umkehrschluss habe ich dann auch keinen Nasenschatten. Also meine Ausgangsposition ist immer etwas über der Nase und dadurch muss ich so ein bisschen das Ganze nach unten neigen. Dadurch kommt das Licht noch wieder ein bisschen tiefer. Und jetzt ist die Sache, mit Aufdeckblitzen habe ich immer ein Problem. Ich sehe das Licht nicht. Ich muss jetzt ungefähr raten. Ich verbinde jetzt gedanklich nur den Blitz mit der Nase und dann habe ich ungefähr den Schatten, ja, ich würde mal sagen, hier so an der Lachfalte. Das möchte ich nicht. Also fahre ich die Lichtquelle so ein bisschen rein und bringe das Licht frontaler rein. Und wie man jetzt sieht, haben wir eine sehr nahe Position. Ich habe hier fast Probleme, an der Softbox vorbeizukommen, aber ich muss das Licht irgendwie reinbekommen. Jetzt kommt's. Wird angeschaltet. Wenn sie blau blinken, dann hat, glaube ich, diese Connection geklappt. Ich kann jetzt hier auf den roten Knopf drücken, das ist der Testknopf. Okay, funktioniert. Und jetzt muss ich einfach mal raten. Ich habe hier eine Blende von 2,8. Das ist relativ offenblendig. Ich würde mal mit einer niedrigen Leistung anfangen und wir gehen mal auf ein 32. Gut, 32. ist das Licht. Und jetzt, Katja, first, oh, sorry. Kommt das erste Bild. Das war jetzt aber Zufall, ja? Also, das passt unglaublich gut. Man merkt, sie hat einen leichten Nasenschatten von der Seite. Das Licht kommt seitlich rein und es wäre richtig eingestellt. Und jetzt kommt ein Tipp. Lasst euch nicht von dem Gesamtbild beirren, sondern nehmt das Bild und zoomt einfach mal komplett auf eine helle Stelle im Gesicht, der Haut, und guckt euch mal nur irgendwie das Auge an oder nur irgendwie die Stirn. Und ich würde sagen, okay, das ist ein bisschen zu hell. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück auf den 64. Und ich will auch noch ein bisschen frontaler das Licht haben. Und jetzt mache ich noch mal das Bild. Ich muss mal hier leider den Fokusmodus ändern. Achso. Und jetzt sehen wir direkt, das Bild ist deutlich schöner belichtet. Wir können im Endeffekt jetzt sofort anfangen zu fotografieren. Man sieht, wir haben einen leichten Holzhintergrund, der aber gar nicht mehr scharf ist, der so ein bisschen weich gezeichnet ist. Und wir haben ein richtig tolles Porträt gemacht von Katja. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen. Katja, would you... Ich sag dann auch jetzt mal Tschüss, ne, weil ich konzentriere mich jetzt aufs Fotografieren. Ihr merkt, es ist gar nicht so schwer. Ab sofort ist alles perfekt eingerichtet. Wenn ihr die Entfernung nicht mehr verändert vom Blitzlicht zum Modell, dann könnt ihr einfach los drauf fotografieren und es gibt ein tolles Foto. Okay. Perfekt. Katja, try to be very, very, yeah, very normal. You don't have to look like a model.